Hier hauen wir jetzt mal 8 rein. Hält für 2 Tage. Passt. Das reicht, um den Blutmond locker abzuwehren. Sehr schön. Du auch noch? Irgendwer kassiert hier. Aber nicht ich. Na, irgendwann anders. Nicht so wild. Gut. Ich würde sagen, wir basteln hier den Tower. Joa. Wie weit ist das Katapult weg? Ich baue dann... Also ich gehe mal zurück und baue noch einen Ingenieur. Oh, schön. Hier hat einer geerntet. Immer her damit. Können wir sogar 2 Ingenieure bauen. Ist das weitläufig? Das ist ja übel. Okay. Ah, da. Einmal 2 Ingenieure, bitte. Tun Sie Ihren Job. Kann sein, dass Sie sogar jetzt hingehen und die Katapulte schieben. Oder hier die Sachen reparieren. Das wäre natürlich auch noch total subi. Sachen reparieren ist. Ja, er macht die Sachen heile. Sehr schön. Ah, das Katapult hier wird auch professionell geschoben jetzt. Ich sehe sowas. 2, 3, 1, 2, 3. Die bedrohliche Musik setzt ein. Mache ich mir so ein bisschen Sorgen, was hier so links abgeht. Wenn wir es überleben, können wir dann hier weiter ausbauen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Soll ich fragen, wo das, warum das Katapult hinter dem Haus ist und du vor dem Haus? Lieber nicht, ne? Ist zu gefährlich. Zu viel Information ist gefährlich. Leider hat sich keiner der Ingenieure bereit erklärt, hier links auszuhelfen. Und ich hoffe... dass uns das nicht zum Verhängnis wird, aber rechts scheint eher angegriffen zu werden. So. Alles klar. Gehen wir mal nach rechts. Gucken, ob da alles klar ist. Ah ja, hier haben sich, hier kommen die neuen Ingenieure fürs Katapult und alles. Ein Teleporter wäre total geil. Oder ein Speedy-Pferdchen. Ja. So, bauen wir doch einfach noch mal ein paar Sensen. Bauern brauchen wir sowieso en masse. Bauen wir alles aus. Wenn wir die Kohle sicher haben, ist super. Hier, meine Freunde. Noch einer hier? Nein, okay. Nacht haben wir überstanden. Hatten wir ja gesagt, wir reiten nach dem Blutmond mal nach rechts. Um zu sehen, was da noch so ist. Vielleicht eine Schatztruhe. Hier hatten wir das Hündchen rausgeholt. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Dran vorbei. Alles klar, Plätze. Jetzt kannst du dich ausruhen. Jetzt kannst du dich ausruhen. Obwohl das Tor natürlich hier auf der rechten Seite viel näher dran ist. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, welches. Ich glaube, das ist der Sicheltyp. Bis
hier sind wir gegangen, ne? Bis zur Brücke waren wir das letzte Mal. Okay, und daran vorbei. Schatztruhe. Schön. Und der Onkel Hirsch. Nehmen wir den mit? Nee. Wir reiten zurück. Ab hier wird es sonst zu risky, wir sind urweit weg. Ja. Also wenn das Pferdchen zweimal kaputt ist, ist ganz schön weit. Was mir natürlich wieder total viel Freude bereitet. Yay. Diese Map werden wir so schnell fertig machen. Mhm. Ich glaube nicht. So, hoffen wir mal, dass es auch richtig ist, dass nach Blutmond hier keiner vorbeiguckt. Die Portale sind noch aus. Sehr schön. Macht's gut. Winke, winke. Wo könnte das hingehen? Alles nicht so einfach, alles nicht so einfach. Schauen wir mal. Hier haben wir noch einen, der gerne mit uns mitspielen will. Kommen Sie mit, lieber Freund. Sie sind natürlich herzlich eingeladen. Na, wenigstens habt ihr einmal was getroffen. Ja, damit. So, hier haben wir welche. Da kriegen wir wieder was umsonst. Schön. Steinmauern und große Türme. Gratis dazu. Na ihr? Felder geerntet? Ein bisschen. Perfekt. Tag 8. Wir bauen mal den Turm und alles aus hier. Bevor wir weiterziehen. Ja. War ja angesagt. Brauchst dich da nicht reinzusetzen, mein kleiner Freund. Hier wird erstmal ausgebaut. Da möchte ich gerne eine Balisade oder wie. Ballista? Ich weiß es nicht. Ich komme einfach nicht richtig auf den Namen klar. Hier können wir, hier können wir. Und dit. Ja, alles klar. ja. Am nächsten Tage werden wir das dann ausbauen. Also werden wir da drüben weiter. Machen. Mit dem Bäume fällen. Können wir Stück für Stück. Wow, was ist denn da für mich? Warum baust du denn das nicht fertig? Du Trolli. Bauen die das einfach nicht fertig. Darum geht's ja. Nicht. So. Ach so, weil irgendwo da ganz hinten einer frei war, haben sie beschlossen, ey, passt schon. Kommen sie raus, junger Freund. Sie wäre... Naja, gut. Müsste eigentlich reinpassen. Freunde, es wird dunkel. Mach die Laternen an. Soll ich die anzünden? Wartet. Krieg ich hin. So.
Tütüt. Scheinbar muss ich die nicht anzünden. Das ist so ein Spätlicht. Das kommt gleich. Zack. Seht ihr? Ganz easy. Das ist ein Coin. Achso, der flippt immer rüber. Kommt, wer sagst du? Also hier sind wir jetzt relativ safe, ja? Also. Wie tut die aus? Die auf Distanz werden abgeballert. Alles okay soweit. So. Jetzt können wir wieder aus den Vollen schöpfen. Können wir mal unsere Lager wieder auffrischen. Und dann auch Stück für Stück hier unsere Basis safen, wenn man so will. Okay. Das ist ein bisschen doof. Wir haben keine freien Plätze mehr für unsere... für unsere Bauern. Dip, 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 dip. Na, alles klärchen. So, die Beine würde ich gerne mitnehmen. Halt, nee, das war für dich gedacht. War alles richtig soweit. So, den bauen wir aus. Brauchen wir nicht. Ja, bei den Türmen ist es natürlich doof, dass da jetzt einer drin sitzt, aber ich lasse die jetzt mal für einen Augenblick da drin. Und dass wir nur ein kleines Dorf wieder haben für... Nachschub ist auch nicht schön. Also für Truppennachschub. Okay, können wir die also doch ausbauen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir genug Kohle haben. Aber da die hier gerade durch sind mit ihren Feldern. Ach nee, nicht alle. Zwischendurch immer mal so einen setzen. So, hier geht es eigentlich erst nach der nächsten Nacht weiter. Okay. Dann bauen wir uns nämlich in Richtung des Dingsbuffs weiter. Nach der nächsten Nacht. War so nicht gedacht, sondern so. Aber ich denke mal, wir sind relativ safe zurzeit. Rechts und links haben wir dicke Mauern. Hier haben wir, beide Seiten haben Katapulte und hier haben wir sogar den ausgebauten Turm. So, Mist, ich hätte das Geld speichern sollen. Ah, nee, er ist gerade reingegangen. Brauchen wir nicht probieren. Gehe ich schon mal zurück. Dann können wir hier die hier bauen. Können wir komplett ausbauen. Den hier auch. Von innen nach außen, nicht wahr?
So. Hat er was abzugeben? Alles klärchen. Dann ist ja alles gut. Hier wird überall schön gebaut. Wie er sich freut. Oh, ich kann was in meine Schatzkammer legen. Ja, ja. Prozente für einen Buhmacher will ich mal sehen. Buchhändler. Nehme ich, gib her. Ist gerade so schon leer. Mal ein bisschen Sorgen, dass er hier drüben steht. Ist nicht so schön. Easy fade mir nicht. So. Ich glaube, heute Nacht ist Blutmond, deswegen aktiviere ich hier mal den Schrein komplett. Wir riskieren einen Ingenieur. Setzen wir uns jetzt hier quasi durch. Ganz chillig. Nur kein Stress. Willst du zurück? Nein, dann kannst du auch weiterarbeiten. Mir Latte. Du gehst aber leicht rauf. Ja, ich weiß. Aber er will doch nicht aufhören. Na gut, Hund. Wir gehen. Nicht übertreiben. Boah, ist ein Staubsauger. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir müssen das Geld dringendst immer unter die Leute bringen. So, hier können wir was machen. Durchgehen, basteln, dann passt das schon. Dankeschön. So, wir müssen rechts auf jeden Fall jetzt mal dafür sorgen, dass wir die Rekruten kriegen. Jetzt immer weiter ausbauen. Also ich würde komplett jetzt nach links gehen, ja. Also es hoffen, dass wir hier die ganze Zeit die Leute kriegen. So, heute Nacht ist dann Blutmond. Nämlich. Heute Nacht ist Blutmondzeit. Ja, gut.
ist er glücklich. Das ist wichtig für mich. Der freut sich dann immer so.